Erzähl mir von diesem Ort. Du gibst mir keine Befehle, Dämon. Du bist jetzt in meiner Stadt, Tole, die Stadt der Verbannten. Wir müssen meinen Sohn finden. Ich habe noch eine Rechnung mit Nemec zu begleichen. Hoch oben, auf einem uralten Felsplateau, inmitten der roten Wüste, der Einöde, liegt die Stadt Tole. Vor Jahrhunderten war dies eine der größten Garnisonen des Garolianischen Kaiserreichs und vermutlich gab es hier schon vor dieser Ära eine Siedlung. Heutzutage jedoch ist Tole eine Stadt der Diebe und der Ausgestoßenen. Flüchtlinge aller Art kommen hierher, um Komplikationen mit den Nachbarnationen zu entgehen. Zwar ist nicht auf jeden Bürger Toles ein Kopfgeld ausgesetzt, aber unschuldig ist hier niemand. Die Mitglieder der Stahlgilde bezeichnen sich selbst als Söldner und beschützen die wenigen Karawanen, die in der Wüste ihren Geschäften nachgehen. Wer jedoch nicht für ihren Schutz zahlen möchte, muss feststellen, dass sich die Gilde ebenso gut aufs Rauben versteht. Die Mitglieder der Seidengilde bezeichnen sich als Händler und verkaufen tatsächlich alle Arten von Waren und Schmuckstücken. Allerdings tut man gut daran, nicht zu fragen, woher diese Sachen stammen. Vom Torhaus, das diese Mauern einst verteidigt hat, ist nur noch ein gewaltiges steinernes Tor geblieben. Jetzt schützt das Tor die Stadt aufs Neue, vor der Nomadenhorde, die Tole belagert. 3 Jahre lang habe ich mich hier inmitten der Trümmer der Heretic Kingdoms versteckt. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis mich meine einstigen Verbündeten aufspüren. Und mir gehen die Orte aus, an denen ich mich verstecken kann. Meine Heimatstadt, überlasst mir das Reden. Ich brauche weder eure Erlaubnis noch sonst eine, um in meine Stadt zurückzukehren, Herzog. Kallik, ich dachte, ihr seid, tot? Was soll ich sagen? Bin drüber weg. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Nemec befehligt jetzt die Stahlgilde. Mein Sohn und ich haben viel zu bereden. Keine Gewalt in meine Straßen, sonst werdet ihr es bereuen. Schlimm genug, dass wir belagert werden. Ein Bürgerkrieg in der Stadt hat uns gerade noch gefehlt.
Wir werden angegriffen? Ja, von Nomaden unter dem Befehl eines taimurianischen Verbanden. Doch die Stadt hielt jahrhundertelang stand und wird unter meiner Obhut nicht fallen. Ich behalte euch im Auge, Kalik. Welche Ehre! Teymar Al-Ortas! Ich komme, Nemek. Papa ist wieder zu Hause. Ich frage mich, wer einen Schlüssel zum Arcanum besitzt. Wollt ihr euch ein paar Taler verdienen? Ich hatte eine... Naja, ich traf ein leichtes Mädchen und habe anscheinend mein zeremonielles Seitenmesser verlegt. Wenn ich es bei der Inspektion nicht habe, bringt mein Vorgesetzter mich um. Beschafft mir ein neues. Und ich zahle euch 100. Allerdings solltet ihr euch auf dem Markt gut umsehen. Manche Stände sind günstiger als andere. Bitte, bringt mir das... Alashad, versucht's mal vor dem Haupttor der Gilde. Meine Waffen sind die Bösen weit und breit. Und anders als Morpheus schätze ich meine Kunden. Da seid ihr ja wieder. Gut, gut. Wir werden zwar belagert, aber dennoch keine Verfehlungen in meiner Stadt. Immer ein Vergnügen, euch zu sehen. Die Stahlgilde. Meine Gilde. Aber ein Toter kann nicht einfach durch die Vordertür spazieren. Ich sollte mit Arashad reden. Vielleicht kennt er einen Weg hinein. Gewiss seid ihr es müde, auf den Straßen nach jemandem zu suchen, der euch eure unerwünschten Waren abnimmt. Eure Suche hat ein Ende. Ich kaufe euch Qualitätsware für einen mehr als fairen Preis ab. Rüstungen, Vorräte, günstigste Preise, beste Qualität. Spar dir deinen Sermon für die Wanderer, Morphew. Kalik, ein Vergnügen wie immer. Was kann ich heute für euch tun? Weißt du etwas Hilfreiches, Morphew? Ich sage euch was. Eine Hand wäscht die andere. Ich muss die Wochengebühr von Vanyon, Rabat und Tesset eintreiben. Doch ihre Zahlungsmoral ist nicht die beste. Jemand wie ihr könnte sie gewiss etwas zahlungsfreudiger machen, nicht? Beschafft mir das Geld und ich verrate euch etwas Hilfreiches. Ihr seid zurück! Wundervoll! Wie wirkt sich die Belagerung auf uns? Viele flohen, bevor sie begann. Aber unsere Gilden sind an die Stadt gebunden. Tole ist nicht gerade eine Geisterstadt, aber es ist unheimlich, der Herberge verwaist zu sehen. Dort war niemand mehr drin seit, ach, ewig langer Zeit.
Waffen, Rüstungen, Vorräte. Morpheus schickt mich, um die Gebühr einzutreiben. Aha, ich hatte ihn schon vermisst. Bitte richtet Morpheus meine Grüße aus. Danke, Stiefellecker. Ihr seid hier stets willkommen. Ich bin hier, um die Gebühr für Morpheus einzutreiben. Oh, ist es schon wieder soweit? Gut, hier ist das Geld. Also, das war einfacher als erwartet. Passt auf euch auf. Ich bin hier, um die Gebühr für Morpheus einzutreiben. Um Himmels Willen! Schon wieder? Gib mir das Geld, oder ich entreiße es deinen kalten, toten Händen. Tut mir nichts. Mein Leben ist mehr wert als das. Nehmt es und verschwindet. Kluge Entscheidung. Ihr seid mir stets willkommen. Rüstungen vor... Hier ist das Geld. Hat Spaß gemacht, es ihnen abzuknöpfen. Meinen Dank. So ist das viel entspannter, als selbst mit diesen Aasgeiern zu verhandeln. Ihr wolltet Informationen? Folgendes kann ich euch sagen. Wenn ihr ins Haus der Stahlgilde wollt, kann Arashat euch Zutritt zum Keller verschaffen. Aber nehmt euch in Acht. Die Gilde hat dort heimtückische Fallen gelegt. Ihr seid zurück. Wundervoll. Immer ein Vergnügen. Ich denn alles selbst machen? Hast du Angst, dich mir zu zeigen?